Ja, hallo Leute, da ist wieder Mario aus dem wunderschönen Thailand. Im heutigen Video schauen wir uns mal den Nachwuchs an. Und zwar habe ich ja in einem der letzten Videos darüber gesprochen, dass ich eine Brutmaschine gekauft habe, dort 5 Eier reingelegt habe. Ich bin davon ausgegangen, dass höchstwahrscheinlich alle 5 befruchtet waren, aber unsere Hähne sind ja noch sehr jung. Und ich habe ja auch in einem der letzten Videos gesagt, dass ich erfolglos war oder bin bei der Hühnerzucht. Und das ist so nicht ganz korrekt, denn es ist ein Tag nach dem letzten Video, wo ich das gesagt habe mit der Erfolglosigkeit, ist tatsächlich ein Küken geschlüpft. Ja, einige von euch haben es bereits gesehen. Das Küken heißt Galimero. Da ist es auch schon. Au! Es ist jetzt heute Tag 3. Das Teil ist hyperaktiv. Galimero wirklich extrem hyperaktiv. Leider ist sie halt alleine. Ich habe jetzt nochmals 12 Eier reingemacht. Ich schätze mal, die werden dann hoffentlich alle befruchtet sein oder ein Großteil. Und ja, hoffe dann, dass es in 21 Tagen dort auch wieder ein paar Küken gibt. Jetzt, was ich. Sie pickt schon alles an und sie quietscht wie die Sau, die nervt. Sie nervt schon, oder er, wie auch immer. Hör jetzt auf, du Schlingel. Hör jetzt auf. Das ist er da, oder sie. Ja, sehr süß. Muss sagen, auch sehr gefräßig. Sie isst viel, sie trinkt viel. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Ladung. Wenn dann 21 Tage um sind, dann kriegt sie dann vielleicht auch noch ein paar Freunde zum Spielen. So, wir haben heute Tag 21 und zu meiner Überraschung, da drin piepst was. Ich schätze mal, da ist was geschlüpft. Doch nicht so erfolglos, wie ich gedacht habe. Hört ihr es? Schauen wir mal schnell rein. Da ist ein Tweety! Wie geil ist das denn? Jö! Da ist ein Tweety drin. Ja, nehmen wir den nachher schnell raus. Mal schnell warten, bis er trocken ist. Und dann mal gucken, ob die anderen Eier, ob da auch was kommt. Jö, wie süß! Ja, da hatten wir das Küken. Einige haben schon gefragt, hast du aufgezeichnet, wie es geschlüpft ist? Nein, konnte ich nicht, weil ich habe dort an diesem Tag, also Tag 21, da habe ich ja bereits zuvor schon ein paar Eier entsorgt, also mal geöffnet, um zu schauen, ob überhaupt was drin ist. Und da war nichts drin und ich bin nicht davon ausgegangen, dass noch irgendwo was schlüpfen wird. Und das war wirklich eine Überraschung, also das Küken ist wahrscheinlich in den frühen Morgenstunden geschlüpft. Zumindest vor ja, knapp 3 Tagen am frühen Morgen habe ich gehört, wie was piepst im einen Zimmer. Und dann bin ich nachschauen gegangen und ich war auch echt überrascht, dass die 3 Eier, die noch drin lagen, einfach zur Sicherheit, weil dort habe ich schon mal beim Durchleuchten einfach gesehen, dass die voll sind, wobei eins war eben voll, wo das Küken rauskam. Die anderen 2 beim Durchleuchten waren auch voll, aber die waren komplett leer, also ein ganz normales Ei. Ja, jetzt, was wir zurzeit auch haben hier, sind extrem viele Vögel, Vogelnester und Eier. Also die Artenvielfalt, die ist krass, die nimmt von Monat zu Monat zu. Auf gefühlt jedem fünften Baum haben wir ein Nest, ein Vogelnest. Natürlich auf dem Dach die Tauben, die bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, aber auch sonst bunte Vögel. Also es ist Wahnsinn, hätte ich so auch nie gedacht, dass durch so viele Pflanzen, vor allem Bäume, und das wird wahrscheinlich dann in Zukunft noch viel krasser, so viele Tiere kommen. Dann noch eine traurige Nachricht. Wir haben jetzt auch Eichhörnchen, wilde Eichhörnchen, die kommen, vor allem von da drüben, vom Bambuswald. Gestern haben wir eins gefunden, leider war das tot. Ich habe zuerst gedacht, vielleicht von einer unserer Katzen oder von Hunden
gefangen oder so, aber dem war nicht so. Das lag unter einem Baum. Hatte keine Bissverletzungen, nichts. Auch kein Blut, nirgends. Also ich gehe davon aus, es hat auch schon ziemlich alt ausgeschaut. Also jetzt nicht verwesen, sondern es war sogar noch leicht warm. Aber so nach dem Motto, vielleicht an Altersschwäche gestorben oder keine Ahnung. Ja, es war schon ein etwas älterer Nager, aber schön zu sehen, dass jetzt auch die Eichhörnchen kommen von der Umgebung und sich hier meistens abends in den Bäumen bewegen. Ja, dann, was zieht die Tiere an? Ich glaube, und das kann ich auch empfehlen, wenn von euch das jemand will, ich weiß zwar nicht, wie der Baum heißt, aber ich werde es euch schnell zeigen, weil dieser Baum da, der zieht extrem viele Vögel an. Ja, der große da vor mir, von dem habe ich ja mehrere gepflanzt, die wachsen auch sehr schnell. Der Baum ist vielleicht etwa 6 Monate alt und ja, hat auch sehr, sehr viele Beeren. Der ist voll mit Beeren, Beeren, die man auch essen kann, süße rote Beeren. Und diese Bäume ziehen Vögel massivst an. Also nicht nur Vögel, alles. Ich kann euch da vorne auch noch schnell was zeigen. Der Schreihals, da vorne läuft er ja herum, da sieht man ihn, der Schreihalsvogel. Da gibt es 2 zurzeit. Die versuchen mich jetzt da ein bisschen vom Nest wegzulocken, darum schreien sie so. Ich bin jetzt in der Nähe von ihrem Nest. Und das schauen wir uns jetzt kurz an. Jetzt kommt er auch schon. Jetzt ist er sauer. Da, die 3 Eier, die sind auch noch da. Da wird wahrscheinlich dann auch irgendwann mal was schlüpfen. Das gehört den 2 Schreihälse hier. Und auch hier. Hier drin haben wir auch irgendwo ein Nest, habe ich gemeint, oder? Da ist ein bisschen weiter drin. Ja. Ja, Wahnsinn, wie die 2 Lärm machen, wenn man da in die Nähe kommt. Jetzt der eine hier vorne lockt mich weg und der andere hinter mir. Ja, ich lasse jetzt das Küken etwa 8 Wochen im Zimmer, also drin, plus minus, so bis es eine gewisse Größe hat. Und dann habe ich ja noch diese Körbe da. Ja, ist irgendwo dort hinten steht noch einer dieser Bambuskörbe. Vielleicht kaufe ich mir danach noch ein paar neue und werde dann so einen Bambuskorb ins Hühnergehege tun und dann das Junghuhn oder eben ehemals Küken dann dort rein, mal ein paar Tage oder eine Woche, damit sich die Hühner daran gewöhnen und dann irgendwann zusammenführen. Sollte eigentlich dann so funktionieren, hat beim ersten Mal auch geklappt mit den Hühnern, die ich gekauft habe. Aber auch das, ich werde es natürlich filmen, wenn es geht, und euch auf dem Laufenden halten. Ja, dann habe ich auch noch schnell eine Frage. Vielleicht kann mir jemand von euch helfen, der mit Hühnerzucht Erfahrung hat. Ich habe jetzt Galimero, und wenn Galimero in 3 Wochen alt ist und dann eine neue Fuhr Küken kommt aus der Brutmaschine, kann ich die dann zusammentun? Geht das, ein 3 oder ein 21 Tage altes Küken plus die frisch geschlüpften, oder vertragen sich die nicht? Das ist die große Frage. Also mir ist bewusst, dass ich zum Beispiel keine Küken in den Stall geben kann zu den Hühnern, wenn die sie nicht selber ausgebrütet haben. Die werden sie wahrscheinlich angreifen und töten. Aber die Frage ist halt jetzt, ob ich nachher, wenn Galimero 3 Wochen alt ist, ob ich dann die neuen Küken aus der Brutmaschine in dieselbe Box reintun kann. Galimero wird dann etwas größer sein, wahrscheinlich noch nicht allzu groß, aber habe halt keine Ahnung, ob die dann eher mit den Küken spielen wird oder ob es dann schon dort auch Ärger geben wird. Mal schauen, vielleicht weiß das ja jemand von euch. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche, bleibt gesund und Grüße aus dem vogelreichen Thailand.